Guten Morgen, ihr Lieben, beziehungsweise guten Tag, für mich ist morgen. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch in meinem kreativen Chaos und in meinem kreativen Kopfchaos, wie man gerade merkt. Zuallererst entschuldigt meine Fingernägel, die sehen aus wie Sau. Ich bin die ganze Zeit im Dreck, am Wühlen, im Garten und am Malern und so und deswegen, die kriege ich gerade einfach nicht mehr so vernünftig sauber. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern heute gibt es quasi ein mehr oder minder 3-in-1 Video und zwar zeige ich euch einen Haul, den ich zwar schon zweimal abgefilmt habe, aber es irgendwie nie geschafft habe, das Video zu bearbeiten. Deswegen, jetzt quasi in einem. Dann zeige ich euch, beziehungsweise dann machen wir zusammen ein bisschen was für meine Hochzeit und dann erzähle ich euch dabei auch noch ein bisschen, was bei mir gerade los ist, weil das auch irgendwie auch ein bisschen euch betrifft. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und zwar etwas, was überhaupt nichts mit Basteln zu tun hat, für mich aber gerade ziemlich aktuell ist. Ich bin ja gerade dabei, meinen Garten ein bisschen naturnah, aber auch nutzbar zu gestalten und da gibt es von Wurzelwerk übrigens, wenn euch das Thema Gärtnern interessiert, haltbar machen, selber machen und sowas, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Also es gibt im Prinzip also zwei Kanäle, drei, die ich wirklich ständig verfolge. Das ist einmal Wurzelwerk, das ist einmal Hashtag natürlich selbstgemacht und Selbstversorger Rigotti. Dann gibt es noch die Gartenmoni, die gucke ich auch ganz gerne. Aber Wurzelwerk und Hashtag natürlich selbstgemacht sind so meine beiden Lieblingskanäle. Und die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn euch das Thema Gärtnern, das Thema haltbar machen und sowas interessiert. Und wenn, falls ihr die nicht sowieso schon kennt, weil die sind, also Wurzelwerk hat irgendwie 300.000, fast 400.000 Abonnenten und Hashtag natürlich selbstgemacht hat über 100.000, also tolle Kanäle. Aber Wurzelwerk, bevor ich jetzt hier weiter laber, hat eine Saatgutbox rausgebracht. Und die musste ich mir als bekennender Fan halt auch einfach bestellen. Und ja, ich wollte euch jetzt das hier einmal den Inhalt zeigen. Hier haben wir einmal die Verpackung, die aus Graskarton ist, was ich ziemlich spannend finde. Total schön gestaltet. Du hast das Zeug, um die Welt ein bisschen grüner zu machen. Und dann durchgestrichen hier kommt. Ne? Das ist total schön. Dann Blick in die Box. Wir haben hier einen, also den werde ich mir auf jeden Fall behalten, weil der ist so schön. Diesen Sticker, das ist ein Kohlrabi. Der nennt sich, ich glaube, Azur Star. Zeige ich euch gleich. Und finde ich so süß. Dann haben wir hier eine wunderschöne Karte. Zu sehen, wie aus einer Handvoll Samen ein ganzer Garten wächst, ist eines der größten Wunder unserer Welt. Mhm. Wenn ihr wüsstet, was bei mir alles wächst, das ist Wahnsinn. Hier habt ihr Text, macht euch gerne ein Standbild, ich lese euch den jetzt nicht vor. Könnt ihr den einmal durchlesen und ja, auf jeden Fall ganz, ganz klasse. Dann haben wir hier 10 verschiedene, obwohl nicht, ich zeige euch erstmal das hier. Das hier ist ein Pikierstab aus Holz, der ist schon benutzt, weil ich habe den schon benutzt. Und der ist, ich liebe ja Holz und der fühlt sich so schön an. Also, ja, tolles Teil, war als Geschenk mit dabei. Ich habe mich so darüber gefreut, richtig schön. Ja. Dann zeige ich euch jetzt aber mal die Samentütchen, weil die sind halt wirklich einfach wunderschön, denn die Bilder sind von einer Künstlerin, soweit ich das rausgekriegt habe, auf Aquarell gemalt. Und die sind einfach traumhaft schön. Auf der Rückseite findet ihr alle möglichen Infos zum Anbau, was ich auch super finde. Es gibt sogar eine Anbauanleitung, die könnt ihr euch dann unter, in dem Fall jetzt wurzelwerk.net, / Mangold runterladen. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen unscharf, das Licht an der Kamera, tut mir leid. Und ja, aber ich gehe jetzt das im Schnelldurchgang durch, weil sonst ist das wieder hier ein 2-Stunden-Video, muss ja nicht sein. Dann haben wir einmal hier Zucchini drin,
Und die Bilder sind halt einfach wirklich wunderschön gezeichnet. Also die sind alle wirklich handgemalt. Und wie ihr seht, die sind alle noch zu. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die neu auszusehen. Muss ich mich echt mal dran machen. Blattsalat, beziehungsweise Kopfsalat. Summertime. Ich liebe Wirsing, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Guckt euch mal an, wie detailliert das ist. Das ist so krass. Also, egal, haben wir jetzt hier die Buschbohne. Das sind ein großes Tütchen, weil die Samen auch groß sind. Ich hole sie jetzt nicht raus, weil, wie gesagt, ich muss jetzt hier erst noch, ich bin noch nicht dazu gekommen, die fertig zu machen. Dann haben wir hier Dill. Auch total schön gemalt. Also, einfach toll. Kapuzinerkresse, da freue ich mich besonders drauf. Erstens, weil sie sehr hübsch ist und weil sie auch sehr lecker ist. Möhrchen, da bin ich auch, glaube ich, na, es geht noch. Nee, kann ich noch aussehen, gut. Ja. Und als letztes haben wir hier noch den Sticker, den Kohlrabi Azur Star. Ja, einfach toll. Ich pack's jetzt direkt wieder ein, weil wir haben ja keine Zeit. Oder wie hieß das? Wir haben doch... Wo war das nochmal? Wir haben doch keine Zeit. Das sagt mir irgendwas. Aber ich kann es jetzt euch nicht sagen, woher. Naja, ist ja auch egal. Wir haben noch keine Zeit. Das war auf irgendwas, hat man sich so auf die Uhr geklopft. Wenn ihr wisst, woher das kommt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir fällt es gerade beim besten Willen nicht ein. So, dann habe ich bestellt bei Create a Smile. Einer meiner absoluten Lieblingsläden. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und, da ist noch ein bisschen Teddy mit drin. Das zeige ich euch zuerst. Und zwar, das nehmen wir mal hier an Seite. Entschuldigung, tut mir leid. Habe ich hier einmal diese Federn gekauft. Warum? Das seht ihr gleich. Die finde ich total klasse. Und dann habe ich mir zweimal, jeweils einmal diese Weltraumblöcke gekauft. Die finde ich echt toll. Ich weiß gerade nicht mehr, bei wem ich sie gesehen habe. Ob ich sie bei Olga Macht das so gesehen hat oder beim Kreativfalter. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich musste auf meinen Mann warten und war dann noch kurz beim Teddy, der war da. Und da haben die den gehabt. Und dann habe ich gesagt, nehme ich mit. Die sind zwar sehr dunkel, aber so als Hingucker. Ich meine, guckt euch an, wie wunderschön die sind. Das hier ist traumhaft. Das gefällt mir auch gut. Und ich mag ja das Thema Astronomie sehr gerne. Und hier haben wir quasi auch nochmal so einen Block, aber diesmal in mehr oder minder Aquarell-Look. Aber hier auch mit Mustern dahinter. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Aber sie hatten von dem hier hatten sie tatsächlich, das war der letzte. Und den hätte ich mir sonst wahrscheinlich... So. Es klappt gerade nicht, es tut mir leid. Es ist noch früh und ich bin einfach fertig. So. Das hier kann man zum Beispiel auch super für so einen Schneegestöber-Hintergrund machen. Oder das hier ist auch total klasse. Also wenn ich den nochmal sehe, werde ich mir den auf jeden Fall nochmal holen, weil den finde ich richtig schön. Ich bin ja sonst immer etwas verhaltener, was so das Teddy- und Actionpapier betrifft, weil mir meistens nur so zwei, drei Blätter wirklich gefallen und den Rest ist dann irgendwie nicht so ganz meins und ich auch von der Papierqualität nicht so wirklich überzeugt bin. Aber die gefallen mir halt einfach beide richtig gut, obwohl das ist tatsächlich wirklich mein Favorit. So. Also ein bisschen Platz machen. Hier steht nämlich schon das Zeug fürs Basteln auf dem Tisch. So, warum die Federn? Liegt an diesem Set. Ich habe das gesehen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist es einfach so, dass ihr
Ja, also dass ihr was seht und ihr habt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr habt so, quasi so eine emotionale Verbindung dazu. Und ich habe die Sneak Peek gesehen und habe Gänsehaut bekommen und habe mir gedacht, okay, das ist einfach zu schön, das muss ich einfach haben. Dieser Traumfänger mit den Federn und so, es ist einfach, also es spricht mich halt einfach auf einer Ebene an, die ich irgendwie nicht so richtig beziffern, nicht richtig beschreiben kann. Und ja, deswegen musste dieses Set auf jeden Fall mit. Es ist wunderschön. Und ja, basteln wir heute nicht mit, aber kommt noch. Dann gibt es ja immer ein kleines Goodie. Und ich hole es mal raus. Ich weiß gerade nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob ich den nicht sogar schon habe. Dann würde ich nämlich, Create a Smile hat nämlich so eine so ein Tausch-Thread in deren Facebook-Gruppe. Ich den nämlich tauschen. Ist dieser süße Elch. Ich glaube, ich habe den schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann, wenn ich ihn habe, dann werde ich ihn auf jeden Fall tauschen. Weil, ja, ich bin ja auch so ein bisschen Jäger und Sammler. Und finde das einfach richtig klasse. So, dann, genau, das war nur der einzige Stempel, den ich bestellt habe. Dann habe ich diesen Stencil bestellt, den ich ganz toll fand. Ich wollte unbedingt den mit den Federn haben. Und hätte ich den mit den Federn gekriegt, hätte ich den wahrscheinlich nicht mitgenommen, obwohl ich den richtig, naja, wahrscheinlich hätte ich beide mitgenommen. ja, auf jeden Fall finde ich den richtig toll. Und ja, aber mit den ganzen Sachen, die ich jetzt euch hier zeige, arbeiten wir heute nicht. Das kommt noch. Dann habe ich mir diese Bordürenstanzen, glaube ich, heißen die, gekauft. Hier steht leider nicht drauf, wie die heißen. Die sind halt auch für den lang geeignet, was ich persönlich richtig toll finde. Und ich hatte ja schon mal ein Video mit diesen Bordürenstanzen gemacht, von Stampin' Up. Und die habe ich gesehen und habe gesagt, die sind ja geil, die nehme ich mit. Ja, so ein Spontankauf. Dann was noch zu den zu dem Traumtänzer-Set gehört, sind diese beiden. Es gibt noch eine größere Stanze mit Federn, die habe ich mir nicht geholt. Mir reichen erstmal die beiden. Vielleicht hole ich sie mir noch, ich weiß es noch nicht. Aber ja, die finde ich auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Und ja, gibt es halt wie gesagt noch in einer Nummer größer. Dann habe ich mir geholt, Moment, genau, einmal den Jelly Roll in der Nummer 08 und weil ich ja auch, zumindest versuche ich es, mich ans Handlettering zu setzen und da ist dieser Stift mit, den benutzt die Christine von Create a Smile und dachte ich mir, nehme ich mal mit. Der ist jetzt in schwarz, den gibt es mittlerweile in ganz vielen Farben. Ich habe ihn noch nicht geschafft auszuprobieren. Und das hier ist die Nummer 10, das ist einer, den ich schon zu Hause habe. Und wenn man sich das anguckt, das hier ist eher so, ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht so richtig. Aber ich kann das erkennen, das hier ist mehr so ein Kaltweiß und das ist mehr so ein Warmweiß. Ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, warum ich mir den, wenn ich, naja, ne, manchmal ist es halt einfach so. So, und was ich noch gekauft habe, ich habe es gesehen, ich habe hier die Blümelchen drauf gesehen, habe gesagt, okay, das will ich haben. Ich kann euch jetzt natürlich nicht den Inhalt zeigen, aber die Kreativ-Bunt-Magazine, die gibt es bei Create a Smile. Preislich ist das völlig in Ordnung für, okay, es ist jetzt ziemlich unscharf, aber für so ein dickes Heft. Es hat den Transport etwas gelitten, beim Transport etwas gelitten, aber ja. Ich habe die beiden anderen Hefte verpasst. Also ich habe 14 zu Hause, 15, 16 habe ich nicht. 17, das sind jetzt so die ersten beiden, die ich habe. Ja, jetzt texte ich euch aber damit nicht weiter zu, kann ich euch sowieso nicht zeigen. So, das kommt jetzt erstmal hier wieder alles rein. So, und jetzt zeige ich euch dieses Buch. Das habe ich, also die Sina Birkner, die hat auch einen YouTube-Kanal, Kreativgefühl.
Und den Tipp für diesen Kanal habe ich von der Katrin. Ich glaube, sie heißt Katrin. Katrin oder Karin? Nee, ich meine, sie heißt Katrin. Von Seelenvoll Kreativ. Und ja, ich bin jetzt, also bei mir ist gerade momentan sehr viel los, auch auf emotionaler Ebene, und deswegen dachte ich mir, das ist jetzt für mich eine ganz sinnvolle Sache. Deswegen habe ich mir, ich hatte auf der Seite von ihr rumgeschaut und hat gesehen, dass sie dieses Buch hat, und das hat mich halt ähnlich so wie der Traumtänzer-Stempel von Create a Smile, hat mich das halt total direkt angesprochen. Ich habe sofort bestellt und ich habe auch schon ein bisschen angefangen, darin zu lesen. Und ich blätter es mal ganz kurz mit euch durch. Also es sind so ganz viel Text, aber halt auch ganz viel Werbung. ja, Hilfen und sowas. Und ja, ich bin mal sehr gespannt und hoffe, es bringt mich weiter, denn ja, momentan ist bei mir halt echt viel los. So, ich baue hier kurz um und dann geht es weiter. So, ich habe alles vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit den Einladungskarten. Ja. Nee, das ist mit Handschuhen. Das ist zwar eine Sauerei und ich weiß, ich werde es nachher bereuen, aber das geht gerade nicht. Ich habe mir jetzt hier die Farben einmal von Copic zurechtgelegt. Dann habe ich hier die Tim Holtz Alkohol Ink Farben in Vineyard, also Weingarten, in Moss, also nein, naja, da kann es hin, da muss es sowieso später hin. Dann habe ich hier noch Lime, Coin Copper, Deep Sea, Shadow und Statue, also das ist so ein Bronzeton. Und natürlich habe ich mir schon die Hände eingesaut. Aber ich habe ja gesagt, das ist, naja, egal. Ich weiß gerade nicht so ein bisschen, wie ich anfangen soll. Es tut mir echt leid. Ich versuche einfach so ein bisschen was zu erzählen, was gerade los ist. Und ja, also es ist so, dass meine Schwiegermutter krank ist und deswegen zwar noch keine körperliche Hilfe benötigt, aber so relativ viel Unterstützung braucht. Und da ich ja einen pflegerischen Hintergrund habe, also ich bin auf dem ersten Bildungsweg, bin ich Altenpflegerin, also mit Examen, mit dem ganzen Spaß da drumherum. Und ja, das ist, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, momentan alles so ein bisschen belastend. Einfach, ja, wenn man so sieht, was eine Krankheit aus einem Menschen so machen kann. Also, wie es den Menschen belastet halt einfach. Und ja, das ist natürlich gerade alles so ein bisschen schwierig. Und es bindet gerade sehr viel meiner Energie. Was ich vergessen habe, mir rauszuholen, ist mein Blasebalg. Wo ist denn der da? Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier, irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, das ist halt momentan wirklich alles ein bisschen viel, ein bisschen schwierig. Dann startet jetzt für mich eine neue Fortbildung, auf die ich mich sehr freue, die aber an dem Tag ist, also die ist zumindest laut jetzigem Kenntnisstand, ist die montags, und montags war ja normalerweise mein Homeoffice-Tag, wo ich dann halt auch immer so ein bisschen was erledigen konnte.
und dann halt auch mit meiner Schwiegermutter zum Arzt gegangen bin und sowas. Und das sind jetzt halt alles, die Fortbildung ist halt, wie gesagt, nach aktuellem Kenntnisstand montags. Und das ist arg dunkel hier. Ob das so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, also das ist halt, wie gesagt, alles gerade sehr viel. Dann hängt mir Corona noch ziemlich nach. Also ich bin noch sehr, sehr erschöpft an vielen Punkten. Und dann hinzu kommt dann auch noch, dass es ja in einem anderen Bereich meines Lebens gerade auch nicht wirklich gut läuft. Also meine Depressionen werden schlimmer. Ich versuche zwar dagegen anzugehen, aber das bindet halt auch einfach sehr, sehr viel meiner Energie einfach. Und es gab einen Auslöser, den möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht näher thematisieren. Und also ich bin ja, was meine Krankheit betrifft, ich bin da ja sehr, sehr offen, weil ich das halt auch einfach wichtig finde, dass solche Krankheiten wie eben Depression halt quasi ihren Tabustatus verlieren, weil es sind ganz, in Anführungszeichen, ganz normale Krankheiten. Und daraus dann halt was zu machen, was es nicht ist. Also irgendwie was weiß ich. Ich habe, was ich mir schon alles habe anhören dürfen, deswegen. Also, ja, du bist ja nur, du hast ja nur keine Lust zu arbeiten. Oder, ja, du musst einfach ein bisschen fröhlicher sein, ein bisschen mehr lachen. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein durchaus fröhlicher Mensch bin. Was, ich halt auch versucht habe, während der Depression irgendwie beizubehalten. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll. Also ich muss sagen, dieses Vineyard ist sehr, sehr dunkel. Aber ich finde es ganz geil. Ich glaube, das bleibt jetzt so. Was ich nicht habe, ist weiß. Also weiß würde das Ganze jetzt noch so ein bisschen auflockern. Aber weiß habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch keine Tinte, die irgendwie in weiß passt. Aber das ist egal. Das bleibt jetzt so. Weil ich finde es schön. Und die anderen sehen ja alle anders aus. Das ist halt das Geile daran. Ich föhne das kurz trocken und dann geht's weiter. So. Leider passt es gerade mit dem Licht nicht so gut. Ich habe vergessen, meine Lampe mit aufzuladen. Meine zusätzliches Licht. Und ich fände es so geil. Das sieht so schön aus. Das wirkt jetzt hier total rosa, aber es ist überhaupt kein Rosa drin. Also es sieht überhaupt, es ist nicht in keinster Weise irgendwie rosa. Ich versuche mal, irgendwie Bilder einzublenden oder sowas. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das mit dem Ding funktioniert. Aber, jetzt ist das Licht ein bisschen weg und dann sieht man auch, obwohl das hier, das ist halt, es ist nicht rosa. Gefällt mir mega gut. Rückseite hat auch was. Entschuldigung. Jetzt nehme ich gerade hier mal eins von meinen Inkpads. Inkpads, ja genau, Verena, guten Morgen. Von diesen Kosmetikpads, das war das Wort, wische ich hier gerade einmal drüber. Damit
Warum eigentlich? Das müsste ich eigentlich gar nicht machen. Naja, egal. Jetzt habe ich es gemacht. So, also hier haben wir das Erste. Ich brauche 4, denke ich. Kriege ich 4 Stück raus. Habe ich 16, die meisten. Ja, das müsste hinkommen, sonst mache ich nochmal eins nach. So. Aber ich glaube, ich zeige euch jetzt, weil ich nicht weiß, wie lange das Video noch wird, erstmal Pergamentpapier. Denn ich möchte ja ein bisschen Farnzeugs auf meinem auf den Einladungen haben. Hauptsächlich werde ich wahrscheinlich das und eventuell das oder das benutzen. Aber das soll halt grün sein. Ne? Logischerweise. Und das möchte ich dann in Pergament ausstanzen. Und dafür nehme ich jetzt auch hier das Moss. Ich nehme das Lime. Und ich werde das Deep Sea nehmen. Und wahrscheinlich auch noch, damit es zu dem anderen passt, ein bisschen Kupfer mit dabei. So, okay. Das heißt, das hier kommt jetzt einfach über ein bisschen Farbe hin. Und das verwischen wir dann nachher so ein bisschen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht auch noch ein bisschen von dem Shadow mit reinmache. So ein bisschen dunkel, aber nur so ein paar Tröpfchen. So, und jetzt kommt da Alkohol drauf. Ich habe hier neben mir so ein Ding stehen, da ist 99%iger Alkohol drin. Also, da geht schon was. Und hier ist auch, das ist einfach so eine alte Deo-Flasche. Und jetzt weiß ich auch, warum ich es da drunter sauber gemacht habe. So, aber egal, ich werde es euch noch ein bisschen weiter erzählen. Mir ist es halt ganz wichtig, dass so dass das Thema Depression halt so ein bisschen seinen Buhu-Faktor verliert und ja, aber es ist halt gerade für mich emotional und auch körperlich alles sehr, sehr anstrengend. Ich versuche, so gut es geht, mein Leben weiterzuleben, natürlich. Ich will nie wieder in diese schweren Depressionen fallen, in denen, wo ich schon war. Denn ich war schon ganz unten. Also ich war wirklich ganz, ganz unten. Und wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, da wollt ihr nie wieder hin. Da wollt ihr wirklich nie wieder hin. Und ja, da jetzt quasi so ein bisschen gegen anzukämpfen, das ist gerade meine Aufgabe. Deswegen, warum es euch betrifft, aufgrund der allgemeinen Situation, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, weil zum Beispiel so wie am Mittwoch, ich war die ganze Zeit unterwegs, also habe ich vormittags gearbeitet und dann hat mein Schwiegervater mich frühen Nachmittag geholt und dann war ich bis abends bei meinen Schwiegereltern, weil ich noch mit meiner Schwiegermutter zum Arzt gegangen bin und dann halt so noch ein paar Sachen mit denen geregelt habe. Dienstag hatte ich, wir haben ja bei uns auf der Arbeit, haben wir Telefondienste und da hatte ich Dienstag meinen langen Dienstag quasi. Meine Freundinnen nennen das immer den Schladi. Es gibt ja den Schladi, also bei uns gibt es den Schladi und den Schlado. Das ist der scheißlange Dienstag und der scheißlange Donnerstag. Und ja, dann musste ich danach noch zur Blutabnahme. Und war das Dienstag? Nee, stimmt nicht, das war nicht Dienstag. Dienstag hatte ich danach, glaube ich, keinen Termin. Aber da war ich halt auch erst relativ spät zu Hause. Genau, Dienstag bin ich mit meinem Mann gefahren. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Mittwoch hatte ich dann nach der Arbeit, also da hatte ich um 2 Uhr einen
oder um 2:30, ich weiß es gerade nicht mehr, einen Termin für Akupunktur. Ich habe momentan wieder stark mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Also so stark, dass mir schlecht wird und ich vor Schmerz mich fast übergeben muss und solche Späße. Also, ne? Braucht man. Und das föhne ich jetzt gerade erstmal trocknen, dann erzähle ich euch weiter. So, trocken geföhnt. Ich hatte vergessen, dass ich ja noch ein bisschen Kupfer mit reinbringen wollte. Und das habe ich dann nachträglich noch gemacht. Ich liebe einfach diesen Effekt. Ich liebe es wirklich. Es ist so, so schön. Unsere Einladungskarten werden der Hammer. Muss ich jetzt mal ganz so sagen. ja. Auch hier mit den Rändern. Ich liebe das so sehr. Ja, das, so sehen dann auf jeden Fall die Blätter aus. Die werden dann damit ausgestanzt und dann auf die Einladungen geklebt. Ich werde heute keine Einladung basteln, weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie sie aussehen soll. Aber eine werden wir auf jeden Fall zusammen machen. So. Da ich noch nicht ganz fertig bin mit Labern, machen wir doch einfach nochmal weiter. genau, also wo waren wir jetzt? Ich glaube am Mittwoch. Genau, Mittwoch hatte ich Akupunktur. Donnerstag hatte ich dann auch wieder lang, weil ich nachmittags noch einen Termin zur Blutabnahme hatte. Und hier mache ich jetzt diesmal nur ganz wenig. So. Dafür von denen ein bisschen mehr. Ja, also da hatte ich halt, wie gesagt, Termin zur Blutabnahme und das dauert ja dann auch immer so ein bisschen. Dann, was halt noch erschwerend, massiv erschwerend hinzukommt, war, dass bis zum 24., also sprich bis Montag, Teile der Tunnel in Frankfurt gesperrt sind. Und was halt die Rückfahrt doch etwas schwierig gestaltet hat, wo ich dann halt wirklich einfach Ewigkeiten unterwegs war. Und ja, das kam halt noch dazu. Das heißt, ich war keinen Abend die Woche vor 6 Uhr zu Hause, außer am Freitag. Da habe ich dann wann habe ich einen Feierabend gemacht? Freitag war ja Streik und ich bin definitiv für den Streik. Also erstens, weil es mich halt auch wirklich mit betrifft als Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst und weil ich halt einfach Streik richtig wichtig finde. Also ich persönlich bin tatsächlich nicht so mutig, an diesem Streik teilzunehmen, aber alle Streikenden haben meine volle Unterstützung. Ja, es ist nervig und ja, es ist ätzend, dass ich für die Heimfahrt fast doppelt so lang brauche. Also ich brauche so von Haustür zu Haustür eine Stunde. Wenn du dann halt fast 2 Stunden brauchst, ist das anstrengend. Aber die streiken ja schließlich auch für uns. Also, ne? Von daher bin ich dafür. Ja, aber das heißt, ich war Freitag war ich dann tatsächlich relativ früh für die Woche zu Hause, hatte aber massig Überstunden und war halt einfach wirklich durch und fertig und ja. Gestern, also ich nehme das Video heute, auch am Sonntag, wo ich das Video hochstelle, nehme ich das Video auch auf. Und gestern hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mir so einen entspannten Nachmittag zu machen. Daraus wurde dann auch nichts, weil, also erstmal musste ich noch in den Garten, was tatsächlich Entspannung für mich ist. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Schrödingers Unterschrank für sein neues Gehege angefangen zu streichen und habe danach noch im Garten Sachen gemacht, die halt einfach endlich mal erledigt werden müssen. Sowas wie
Unkraut zupfen, wo das Unkraut schon nicht mehr ins Bild passt. Und ja, also das hat sehr gut getan. Aber danach, ja, also dann, es kamen dann noch meine Schwiegereltern, die, ich habe dann noch mit meiner Schwiegermutter die Tabletten gestellt. Und danach waren wir dann noch kurz ein bisschen was einkaufen. Und ja, um 7:15, 7:30 waren sie dann, haben sie sich dann auf den Heimweg gemacht. Und Uwe hatte gestern Männerabend. Und Uwe ist echt nicht oft weg. Also das, ich wäre da die Letzte, die sagen würde, du darfst nicht gehen. Um Gottes Willen. Also ich finde das sowieso so schlimm, wenn man seinen Partner irgendwie vorschreiben will, wann er sich irgendwie mit seinen Freunden treffen will. Das Einzige, was ich ihm ein bisschen vorwerfe, ist, dass er in John Wick gegangen ist und ich den jetzt nicht mehr sehen kann im Kino, weil der guckt sich den ja nicht zweimal an. Und ich alleine ins Kino habe ich jetzt auch keine Lust. Weil ich mag Keanu Reeves total gerne, ich mag die John Wick-Teile total gerne und ich liebe diesen Hintergrund. Ist, also, ohne Witz, ich finde ihn mega. Der ist, also, der gefällt mir noch viel besser als der erste. Absolut in love, finde ich. Also ich liebe diese Grün-Lila-Grau-Kombi, weil das ist ja auch so die Farben, die bei uns in der Hochzeit eine Rolle spielen. Grün, Lila und Grau. Einfach weil, also weil Schwarz jetzt, ich meine, ich habe zwar hier dieses Shadow mit drauf, aber das ist halt, um es ein bisschen dunkler zu machen, ich hätte auch noch hier die Grautöne, die habe ich jetzt aber nicht aufgemacht, sondern das Grau genutzt, das Schwarz genutzt. Und ich find's mega gut. Also wirklich, ich bin absolut begeistert. So hab ich's mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ach, toll. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob hier noch irgendwas feucht ist. So, ich föhn's trotzdem gerade einfach nochmal kurz trocken und dann bin ich gleich wieder da. So, das ging ziemlich flott. Das ist nämlich schon quasi trocken gewesen. So, jetzt machen wir das hier noch kurz sauber. So. Das ist das Schöne an Alkoholinks. Die geht ziemlich gut mit Alkohol weg. So, Entschuldigung. So. Gefällt mir echt. Also auch hier, das mit den, mit diesen weißen, quasi weißen Flecken und sowas. Also ich find's richtig schön. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich finde den, der gefällt mir sogar um einiges besser als der hier. Obwohl ich den auch echt schön finde, aber den finde ich nichts passiert. Gott sei Dank waren alle zu. Ja. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich werde versuchen, mindestens einmal in der Woche ein Video hochzuladen. Und was definitiv ein gesetzter Termin ist, ist der ATC-Tausch. Der wird auch weiterhin live stattfinden. Ich habe es immer noch nicht geschafft zu gucken, ob ich da so eine Umfrage machen kann. Wenn ich es hinbekommen habe, dann habt ihr jetzt, also dann gibt es jetzt schon die Möglichkeit für eine Umfrage. Ist wahrscheinlich so ein Postbeitrag, ich habe keine Ahnung. Aber ja, also deswegen, es wird in der nächsten Zeit werden wahrscheinlich weniger Videos kommen, vielleicht an anderen Tagen. Sondern ich muss da jetzt wirklich so ein bisschen darauf gucken, wie sind meine zeitlichen Ressourcen, die sind momentan sehr, sehr begrenzt einfach. Nächste Woche ist auch wieder, Montag fängt meine Schulung an, Dienstag habe ich lang, Mittwoch, da ist glaube ich noch nichts, vielleicht schaffe ich da das ATC-Video.
Weil ich habe auch immer noch nicht geschafft, die Dankeskarten und sowas zu machen. Also ich bin halt, ich hänge halt echt hinterher. Aber ich möchte, wenn es auf der Arbeit möglich ist, Donnerstag, Freitag frei nehmen. Weil wir kriegen Donnerstag unser neues Sofa. Ich muss vorher, muss ich für Schrödinger alles schon fertig gemacht haben. Deswegen wird wahrscheinlich am Mittwoch doch kein Video kommen. Weil ich halt damit beschäftigt sein werde, Schrödingers Gehege, also neues Nagarium einzurichten. Vielleicht kommt so ein Video, mal gucken. Dann, ja, Donnerstag kommt das neue Sofa. Und dann das Wochenende will und muss ich die ATC-Karten endlich getauscht haben. Und deswegen, ja, hoffe ich wirklich, ihr habt Verständnis dafür. Und wenn nicht, ist es auch okay. Wenn euch das nicht reicht an Input, dann und ihr lieber weiterziehen möchtet, ich werde euch nicht zwingen, hier zu bleiben, ja. Ich möchte euch das nur ganz transparent sagen, was gerade bei mir los ist, weil ich das sonst nicht fair fände. Ich mache hier von mir schon mal ein bisschen aufzuräumen, weil ich das sonst, wie gesagt, einfach nicht fair fände, euch hier quasi im Dunkeln stehen zu lassen und ihr euch wundert, warum kommt dann jetzt nur so unregelmäßig Videos. Das wird jetzt einfach in der nächsten Zeit, wird es so sein. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung. Dann bin ich gerade nicht der Kanal, mit dem ihr ja, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Und das ist völlig in Ordnung. Ah, fuck. Entschuldigung. Ich habe hier die falsch rum drauf gemacht. Das gehört hier drauf. Also, wie gesagt, das ist dann halt einfach so. Und dann fühlt euch alle ganz doll gedrückt, fühlt euch umarmt und ich hoffe, ihr findet dann einen Kanal, der besser zu eurem Leben passt, was völlig in Ordnung ist. Wie gesagt, ich werde hier keinen anbetteln zu bleiben, obwohl ich natürlich hoffe, dass ihr bleibt. Aber ja, wie gesagt, das ist halt gerade einfach bei mir so ein bisschen Phase. Ich bin halt einfach momentan an vielen Fronten beschäftigt und gut beschäftigt und muss halt auch ein bisschen gucken, dass ich eben nicht wieder so krank werde, wie ich war, was halt auch nochmal zusätzliche Ressourcen einbindet. Und ja, deswegen, irgendwas muss leiden und dann ist es halt dieses Hobby. Ich liebe es, mit und für euch Videos zu machen. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Diese Angst, die ich bei meinen ersten Videos habe, die ist quasi weg, was ich sehr angenehm finde. Bei den Lives sieht es noch ein bisschen anders aus. Da bin ich immer noch ziemlich nervös vorher, aber okay. Aber ja, wie gesagt, das ist halt gerade einfach bei mir. Das läuft gerade einfach bei mir. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen und guckt, auch wenn meine Videos seltener kommen, gerne weiter rein. Hinterlasst liebe Kommentare. Ich komme auch momentan wieder ganz schlecht dazu, die Kommentare zu beantworten. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe mein Bestes. Aber so gestern Abend zum Beispiel, ich hatte sturmfrei, weil Uwe war halt im Kino und der kam auch erst, keine Ahnung, ich glaube um 3:45 oder sowas. Ich bin kurz wach geworden, weil der war so unglaublich leise. Bin aber ziemlich schnell wieder eingeschlafen und habe dann auf die Uhr geguckt. Und die hatten scheinbar einen sehr schönen Abend, was mich sehr freut. Aber ja, ich wollte halt gestern, wie gesagt, ich wollte dann halt einfach mir gemütlich was zu essen machen. Ich habe mir dann Sushi geholt, als wir dann abends noch kurz mit meinen Schwiegereltern, oder als ich abends noch kurz mit den Schwiegereltern einkaufen war. Und ja, ich glaube, um 21:45 war ich im Bett und um 10 habe ich geschlafen, weil ich halt einfach durch war und bin. Dafür bin ich jetzt halt auch schon seit 7:45 wieder hier am Rumtanzen. Und ja, das Video werde ich jetzt auf jeden Fall schneiden, damit es auch auf jeden Fall noch heute hochkommt, hochgeladen wird. Und ja, wieder viel Gelaber. Und ich wollte euch halt einfach wirklich
ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Und ja, ich zeige euch noch mal kurz, was wir heute Schönes gemacht haben. Wir haben einmal diesen Hintergrund gemacht. Dann diesen Hintergrund. Also das ist wirklich mein absoluter Favorit. Ich finde den mega gut. Und dann haben wir noch auf transparent, beziehungsweise auf, wie heißt das jetzt? Mir fällt der Name nicht ein. Pergamentpapier, war das das, was? Ich weiß es nicht. Ja, weil das haben wir heute zusammen gemacht, plus den kleinen Haul, den ich euch gezeigt habe. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Und gebt mir wirklich einfach ein bisschen Zeit, dass ich das alles hinkriege. Und ja, fühlt euch auf jeden Fall ganz doll geherzt von mir. Und ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr zum Beispiel Videovorschläge habt. Das würde mich insofern entlasten, dass ich dann halt einfach weiß, was ihr sehen möchtet und ich mir nicht irgendwas aus den Finger saugen muss. Ich habe zwar mein Buch, wo ich das halt auch alles eintrage, was ich machen möchte, aber es ist halt trotz allem immer noch mal was anderes, als wenn ihr da jetzt mir auch wirklich mitteilt, was ihr überhaupt sehen möchtet. Und ja, den Blog schaffe ich momentan auch überhaupt nicht. Aber egal, ich höre jetzt auf zu reden. Es ist schon wieder, das Video ist schon wieder langsam. Das Video ist schon wieder viel zu lang. So, jetzt haben wir es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich euch wirklich auch nochmal eindrücklich an dieser Stelle sagen möchte, wenn es euch emotional nicht gut geht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid antriebslos, ihr seid sehr erschöpft und ihr fühlt euch irgendwie entweder innerlich leer oder so, sucht euch bitte Hilfe. Depressionen sind kein Zeichen von Schwäche. Depressionen sind eine wirklich ernstzunehmende, potenziell tödliche Krankheit. Und diese Stigmatisierung muss einfach aufhören. Ihr seid, wenn ihr an dieser Krankheit leidet, ihr seid nicht schwach. Überlegt, was ihr jeden Tag schafft. Allein das Aufstehen ist, zumindest für mich, jeden Tag eine Herausforderung. Leistung zu bringen, arbeiten zu gehen, zu funktionieren, ist eine Leistung, die jemand, der diese Krankheit nicht hat, nicht nachvollziehen kann. Also, ganz wichtig, sucht euch Hilfe. Euch steht diese Hilfe zu. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, Therapeutenplätze zu bekommen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich, ich bin jetzt mit meinen Therapiesitzungen bin ich jetzt durch. Ich hatte insgesamt 65 Termine mit meiner Therapeutin. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe die Therapeutin, die ist quasi in dem Zeitraum, wo ich damals in der Klinik war, hat sie sich selbstständig gemacht. Das war also auch in der Klinik meine Therapeutin. Und sie hat mich quasi mitgenommen, deswegen hatte ich da das große Glück. Aber es gibt Telefonnummern. Fragt bei eurer Krankenkasse nach. Wir sind ja halt in dieser Gesellschaft, wo es halt heißt, wir werden nicht gesund geschrieben, sondern wir werden arbeitsfähig geschrieben. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ziemlich bezeichnend einfach für das ganze System. Aber das Ganze, die wollen euch leistungsfähig halten. Und ihr wollt es wahrscheinlich ja auch selber. Deswegen sucht euch Hilfe. Nehmt alle Hilfe in Anspruch, die ihr bekommen könnt, auch wenn es schwierig ist. Und vernetzt euch untereinander. Wichtig ist, zieht euch nicht gegenseitig runter. Ja, also fangt nicht an, jammern ist mal wichtig, ja, und essentiell, das einfach mal den ganzen Frust rauszulassen. Aber suhlt euch nicht da drin. Sondern wenn ihr die Kraft findet, Hilfe in Anspruch zu nehmen, nehmt das. Nehmt jeden Funken Hilfe an, den ihr irgendwie bekommen könnt. Und Depressionen sind kein Beinbruch.
Man sieht sie nicht. Sie verheilen nicht wie ein Beinbruch, sondern sie sind nicht linear. Sie sind bei jedem unterschiedlich. Und ja, deswegen wünsche ich euch allen, die diese Krankheit haben, ich wünsche euch ganz viel Kraft, dass ihr den Weg aus dem Abgrund findet. Und an alle, die diese Krankheit nicht haben, noch nie hatten, wünsche ich, dass ihr das nie habt. Aber was ich mir von euch wünsche, ist, dass ihr versucht, Verständnis für diejenigen zu haben, die an dieser Krankheit leiden. Denn das ist nicht, ich bin mal ein bisschen traurig. Das ist, ich weiß nicht, wie ich morgens aufstehen soll und wie ich überhaupt die Kraft dazu aufbringen soll, zu atmen. Das ist ein Unterschied. Und ich wünsche uns allen, für alle, einfach sehr viel Verständnis. Und ja, so, bevor ich jetzt hier noch irgendwie emotional werde, denn das ist bei mir immer so ein Problem, ich bin aufgrund meiner Krankheit fällt es mir sehr schwer, Emotionen zu zeigen. Also besonders negative Wortfindungsstörung, das liegt allerdings an meiner Migräne. Emotion, das war das Wort, nicht Information. Es fällt mir besonders schwer, negative Emotionen zuzulassen. Also Wut, Trauer und sowas sind für mich wirklich sehr schwierig. Freude geht sehr gut, aber da ist halt auch ganz viel Schutz bei. Deswegen, ich merke gerade, für mich wird es gerade ein bisschen anstrengend, deswegen, ich habe jetzt genug gelabert. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute und ich hoffe, also wir werden uns nächste Woche irgendwann in einem Video sehen, ich weiß nur noch nicht wann. Okay? Also ihr Lieben, nochmal, fühlt euch geherzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, ganz wichtig. Bleibt kreativ, so ist, wie es euch gut tut. Und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao!